Hallo, liebe Leute, willkommen ja wieder mal mit Guidos Plattenkiste hier aus den heiligen Hallen. Vollgepropft mit meinen kleinen Scheiben. Ja, ich bin mal wieder drin. Draußen ist es dunkel und es regnet ganz furchtbar. Dementsprechend bin ich etwas deprimiert, weil ich hätte doch lieber die Sonne irgendwie am 15. Juli oder was wir heute auch immer haben, weiß ich gar nicht ganz genau. Sendung 104, glaube ich, mittlerweile. Also wir gehen mit schnellen Schritten auf die 110 zu. Was nicht heißen soll, dass ich damit wieder im Quatsch ausdenke. Nee. Heute mal wieder einfach nur 3, 3, 4, 5 Scheiben oder irgendwie so aus meiner kleinen, bescheidenen Sammlung. Und wir schauen einfach mal, was wir haben. Und ich fange einfach mal hier unten irgendwo an und greife einfach mal hier eine raus. Und habe da jetzt erste Platte, was mir relativ gut gefällt. Und zwar ist das nämlich Whitesnake. Also David Coverdale und Co. kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist die Scheibe Come and Get It. Aus dem Jahre 81, jawohl. Ja, die Geschichte von Coverdale und so kennt ihr ja im Prinzip alle, schätze ich mal. Die Purple hat sich irgendwann aufgelöst. Er wollte eine eigene Band haben. Hat es irgendwie letztens ein paar Leute um sich gekarrt und dann ging es auch irgendwie schon relativ schnell ab. Da kam fix noch John Lord dazu. Gute Gitarristen noch irgendwie am Start. Hier der Bernie Madsen und hier Mickey Moody, der wunderbare Slide-Gitarrist. Neil Murray an den Bassgitarren und irgendwann kam auch noch ein Pace dazu. Dann war die Sache auch irgendwie klar. Ne? Und schon rocken wir dann mal irgendwie los. Ne? War auch gut. Ne? Von der anfänglichen Blues aus den 70er, 80ern, Bluesrock kam man schnell aus diesen Glamrock-Geschichten, so Hair Metal, Hair Rock oder wie man so mal nannte. Ja, das war eben halt dann Whitesnake. Ein wunderschönes Live-Album gemacht, Whitesnake. Das war, glaube ich, vor dieser Scheibe, genau, 80er. In the Heart of the City hieß das Doppelding. Schöne, schöne Live-Platte von Whitesnake gewesen. Ne? Hier auf dieser Platte mit Sicherheit der größte Hit ist Don't Break My Heart Again. Ansonsten ist das eine relativ gute Rockscheibe. England, Rock, Powerful, Whitesnake halt, ne? Passt. Irgendwann kam natürlich mit Slip of the Tongue und hier mein Lieblingsgitarrist noch mit Alan Vanderberg war ja verletzt und der andere, weg dann irgendwie, kann ich, weiß ich auch schon nicht mehr ganz genau. Und dann kam ja Steve Vai, hat 2 Platten bei Whitesnake gemacht, auch Slip of the Tongue, glaube ich, ganz alleine eingespielt. Super. Okay. Whitesnake, Come and Get It als Scheibe Nummer 1. Schöne Platte. Finde ich immer gut. Freut mich doch immer sehr. Whitesnake finde ich super. Hier, was mich hier so anlächelt in Blau. Echo and the Bunnymen. Ja, das ist auch was Schönes. Ne? Echo and the Bunnymen ist ja ein McCallum, heißt der gute Mann, glaube ich. Ein McCallum und Sergeant. Oder Sergeant. Nee, Sergeant heißt er, glaube ich. Ne? Im Prinzip die Macher von Echo and the Bunnymen. Ne? Das ist Ocean Rain ist Scheibe Nummer 3 oder 4. Bin jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, Scheibe Nummer 4. Von Post-Punk zu New Wave, verpoppte New Wave, Elektronik New Wave, so, ne? Schönes Ding, gefällt mir auch sehr gut. Das Ocean Rain heißt die Scheibe hier. Ich glaube, die erste, die zweite hatte relativ viele Preise abgezogen. Bei der weiß ich es jetzt nicht so ganz genau. Kann ich jetzt auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Echo kommt von, das war, also das ist das Schöne, war eine Drummaschine, ne? Echo hieß eine bestimmte Drummaschine und damit sind die früher aufgetreten, bis dann irgendwann ein echter Drummer kam und dann wurde relativ schnell Echo and the Bunnymen draus. Und das haben sie auch durchgezogen. Ich glaube, mehrere Jahre, weiß nicht, ob es die Jungs noch existieren, das kann ich leider nicht mehr ganz genau sagen. Also da müsste ich tatsächlich mir irgendwas ausdenken, das will ich aber nicht. Aber für Freunde der guten 80er, 90er Jahre Electronic Wave Music, New Wave, punkig, Echo and the Bunnymen mit der Scheibe Ocean Rain. Schön. Die habe ich auch gerne gehört, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also schöne Platte gewesen. Ne? Ja, machen wir nochmal irgendwie weiter hier. Was haben wir denn hier noch so auf dem Programm? Ich greife mal hier rein. Habe auch gleich mal wieder 2 gezogen. Ist ja auch nicht schlecht. Fangen wir auch mal an. Das ist auch was ganz Interessantes hier. Yeah, das ist nämlich die Gumbel Dance Band. Das geht jetzt richtig zur Sache hier. Ja, das ist aber, soweit ich das sehe, ist das hier nur die Maxi-Single, sogar in limitierter Auflage. Ja, das ist toll. Gumbay Dance Band mit Son of Jamaica. Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht so ganz genau, ich glaube nahezu 10 Millionen verkaufte Scheiben, wenn nicht sogar noch mehr von dem Ding, monatelang.
also auf Platz 1 gewesen. In Deutschland, in England und was denn, weiß ich nicht noch wo alles. Ne? 79 gemacht, die Scheibe. Schön, sind Nachbarn im Endeffekt, die kommen nämlich aus Norderstedt. Ja, das ist eine Norderstedter Band, man glaubt es kaum. Der Song wurde von irgendwie zwei Hit-Schlager-Produzenten irgendwie gemacht. Ich weiß nicht genau, wie die Jungs hießen. Ja, Son of Jamaica, eigentlich lustig, weil ich glaube, das ist dann die ganze Family. Ne? Also hier, das ist seine Frau, er ist ja der Hauptsänger gewesen, das sind auch seine Kinder. Und also, haben die beiden anderen Mucker dazu geholt. Ich glaube, der Typ selber hat irgendwie mal eine Zeit lang irgendwie auf Jamaika gewohnt, hat dann seine Frau kennengelernt, irgendwie geheiratet, Kinder gemacht und dann immer wieder hier nach Hamburg gekommen. Und dann wollte er so ein bisschen den Spirit of Jamaica irgendwie rüberschlagen. Hat sich da mit irgendwelchen Produzenten zusammengetan, irgendwelchen netten Miezen hier mit Rüschen und kleinen Püdelchen am Popo. Und dann haben die diesen Song gemacht zusammen. Ne? Und der ist, wie gesagt, echt irgendwie eingeschlagen wie verrückt. Son of Jamaica, nanina. Also das Ding hängt echt bis hier. Ne? War immer im Radio, monatelang. Ne? Schönes, schönes Ding. Das als Maxi-Version hier, super Sound-Single in limitierter Auflage sogar. Gumbe Dance Band. Son of Jamaica. Ja, und das ist jetzt hier Joe Christie hieß der gute Mann, glaube ich. Jay oder Joe, bin ich auch nicht ganz sicher. Irgendwie England, 70er Jahre. Oder gehen wir noch ein bisschen früher? Ne, das war 70er Jahre Pop-Band, ne? Der Typ. Also, ja, hat irgendwie mit den Tremolos zusammen. Bin jetzt nicht ganz sicher. Yellow River kennt auch jeder. Ne? Yellow River geschrieben. Ich glaube, die Tremolos wollten es nicht veröffentlichen oder irgendwie so. Was war das in der Richtung? Bin ich ganz sicher. Dann hat er es ihm halt gemacht gehabt und das Ding kennt jeder. Ist in den Charts gewesen, rauf und runter. Yellow River. Da, 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 da. Ja, das ist Jay oder John oder Joe Christie. Ähnlich wie San Bernardino. Das war der zweite Hit hier von dem Typen. Ne? Das ist eine Scheibe hier. Ich weiß nicht, wo kommt die her? Ich kenne das Label Ponyl kenne ich überhaupt nicht. Shakespeare Music, UK, ja, ist eine englische Pressung hier. Christie heißt die Scheibe, eben halt von Jay Christie. Aus dem Jahre steht hier nicht so ganz genau drauf. Ich sehe irgendwas von 65, aber das kann eigentlich sein. Ist das Yellow? Ist das so alt, das Yellow? Das bin ich mir jetzt echt ein bisschen überfragt. Auch nicht so ganz sicher. Nach dem Aussehen her würde ich sagen 68, 70. Hier ist auch das Peace-Zeichen da irgendwie drauf. Also 65 kann nicht sein. Ja, ne? Sonst halt im Prinzip Popmusik der 70er Jahre. Ist ein bisschen an mir vorbeigelaufen, irgendwie sowas. Ich freue mich aber, dass ich diese schöne bunte Scheibe habe. Sag ich mal so. Ne? Christie als Christie mit den Superhits Yellow River und San Bernardino. Das flutscht ja wie verrückt hier, ne? Da habe ich noch hier hinten eine raus. Oh, hier habe ich sogar, ist ja noch verschweißt hier sogar. Original verschweißte Simply Red Stars. Ja, das ist ja im Prinzip eine ganz geile Scheibe. Wieso ist die denn zu? Das ist ja ein Witz. Also die ist echt ungespielt hier, ne? Das ist ja schrille. Okay, naja, so. Obwohl, wenn ich das jetzt hier so, bin mir jetzt gar nicht so ganz sicher. Das muss ich noch mal ein bisschen googeln, weil das sieht so aus wie eine Schwarzpressung. Das kann ja eigentlich sein, macht ja keinen Sinn, ne? Weil das ist so unscharf hier. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das Cover wirklich so im Original so ist. Ne? Dass das so verschwommene Mick Hacknell hier auf dem Cover ist. Ne? Das muss ich noch mal prüfen. Also das ist ja lustig. Weil ich wundere mich auch gerade so ein bisschen, dass das Ding noch verschweißt ist. War im Prinzip wie Simply Red richtig cool. Ne? Also ist eben halt Simply Red. Ne? Genau ist der Name auch so ist entstanden. Ne? Wurde er früher mal als Rotschopf belächelt, mehr oder weniger in der Schule. Da hieß er auch irgendwie natürlich irgendwie so Red und sowas. Ne? Und als er dann immer mal mit ihrem Plattenproduzenten zusammensaß und ich glaube diesen fantastischen Song gemacht haben, bei Lema Head wollte ich gerade sagen, das war aber Paul Young. Holding Back the Years war das, ne, oder? Ich komme nicht mehr auf den ersten großen Song von den Jungs. War geil, das Scheiße. Ich habe damals gesagt, ey, geil. Auf jeden Fall saß er zusammen und gesagt, ja, wie heißt du denn mal jetzt? Oder so, Red, ich heiße Red, ne? Simply Red. Und dann war es eigentlich klar, ne? Okay, die Band Simply Red war geboren. Und dann ging es steil bergauf. Steil bergauf mit dem Typen, weil ein Sänger sondergleichen.
einer wirklich mit einer souligen, seltener Mensch mit einer so geilen souligen Stimme wie Mick Hucknall, so heißt der gute Mann, habe ich gerade glaube ich schon gesagt, ich wiederhole mich jetzt eben ein bisschen. Ja, das ist glaube ich Stars, war glaube ich die zweite oder dritte Platte von Simply Red. Dann, also wir hatten ja vorher irgendwie immer so ein paar Coverversionen gemacht, ne? Deswegen Holding Back, hier kann auch nicht sein, das ist ja kein Cover, glaube ich, oder? Bin jetzt irgendwie nicht mehr ganz dabei, ne? Ich weiß nicht mehr, wie die erste Scheibe jetzt von denen hieß. Relativ bekannt, kennt ihr alle. Auf jeden Fall war es alles Coverversion. Und Stars ist, glaube ich, die erste Scheibe von Simply Red, wo wirklich nur eigene Stücke produziert worden sind. Geschrieben und so von ihm auch, glaube ich. Ja. Produziert auch von Mick Hucknall. Und war, das ist natürlich super. Also auch hier große Sachen drauf, wie natürlich Stars, ne, oder Something Got Us Started, ne? How Could I Fall, ne, Wonderland, also auch wirklich schöne Scheiben hier drauf. Und es geht auch noch bis heute. Das muss man auch noch mal ganz ehrlich sagen. Nicht nur, dass diese Scheibe ist ja schon relativ spät, glaub, angefangen ist das, glaube ich, 85 irgendwann. Diese ist hier von 91, also im Verhältnis schon relativ spät. Und ich glaube, erst im letzten Jahr meinte ich, hätte ich Simply Red beim Montreux Jazz Festival im Fernsehen gesehen. Ne, wie er schon leicht alternd, na, immer noch relativ geile Mucke gemacht hatte. Und ich glaube auch, mich daran zu erinnern, dass auch noch irgendwie im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, ich glaube sogar im letzten Jahr, noch eine neue Scheibe von ihm rauskam. Ne, also auch wenn er mal irgendwie ein paar Mal gesagt hat, er will auch nicht mehr oder irgendwie so. Ne, ist immer noch dabei. Das finde ich geil. So, ja, ich denke mir, das lassen wir mal wieder sein. Wir wollen es ja nicht immer alles so ausdehnen, dann wird es nämlich langweilig. Simply Red als letzte Platte mit Stars. Ich zeige sie hier nochmal rein. Und auch nochmal mit dem Cover, das ist wirklich interessant, weil ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, ob sich das spiegelt. Es ist irgendwie total unscharf und ich bin mir echt nicht ganz sicher, ob das Original so ist. Und ich gehe mal davon aus, dass ich die auch nochmal habe, weil ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die in Original verpackt mal irgendwie rumfliegen habe. Also habe ich die auch in zweifacher Variante, wie vieles ich in mehrfacher Ausführung hier schon bei mir gefunden habe. Okay, das waren denn heute mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scheiben. Ich denke mir 1, 2, 3, 4, 5 sogar nur. Aber lassen wir es dabei mal besein. Ne, besein, so Gott. Lassen wir das damit mal sein und freuen uns dafür auf morgen. Weil morgen ist Sonntag. Samstag. Ich komme durcheinander. Samstagabend oder Sonntag, einfach an beiden Tagen. Werdet ihr mich dann zwangsläufig wiedersehen. Und ich freue mich drauf und lasst es euch gut gehen. Hört bitte am Wochenende ein bisschen schöne Musik. Genießt das Leben. Ab morgen kommt die Sonne wieder durch. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.